zu Magistra Anita Dumpfart, liebe Anita, und Kuratoriumsvorsitzende des Zukunftsfonds, Professor Herwig Hösele, lieber Professor Hösele. Vielen, vielen Dank. Ihr wart's von der Geburtsstunde, als ich als Privatperson bei euch angeklopft habe. Habt ihr irgendwie instinktiv mir vertraut und mir Credit gegeben und dieses Projekt sofort gefördert. Und seit damals seid ihr die treuesten und die großzügigsten Sponsoren. Unglaublich, wirklich unglaublich, unkompliziert, einfach. Und dann waren sie noch im November in Israel. Das war für mich, ich konnte es nicht glauben. Ich weiß, sie haben es mir versprochen vor Corona, aber es ändert sich, sie sind gekommen. Vielen, vielen Dank an den Zukunftsfonds Anita und Professor Hösele. Danke, danke, vielen Dank. Wir haben uns erst heute das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich lese jetzt mal vor, stellvertretende Vorsitzende der Kulturabteilung der Stadt Wien, Magistra Silvia Fassvogler. Ist alles gegoogelt, ich sage das nur, ja? Es muss also stimmen. Ich danke der Stadt Wien. Wirklich seit jahrelang die Treue. Und ich muss jetzt einfach auch kurz unsere letzte Korrespondenz, es war so lustig, wirklich großzügig. Und dann irgendwann schreibe ich aber, boah, es ist jetzt alles so viel teuer geworden. Und brauchen Sie mehr? Und ich sage, ja, bumm, mehr habe ich bekommen. Vielen, vielen Dank. Wirklich, Dankeschön. Danke. Danke. So, Magister Grüneis, ja. Ich kenne nämlich die Sitzordnung auswendig. Ich wusste jetzt nicht, wo, ich habe sie unten nicht begrüßt, ich muss sie jetzt begrüßen. Magister Martin Grünes, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur. Auch seit 2014 sind wir in E-Mail-Kontakt. Seit 2014 beantworten Sie jeden Antrag positiv und großzügig. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie gekommen sind. Und ich werde nachher auch Ihnen die Hand geben, weil irgendwie sind Sie an mir vorbeigegangen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Sponsorship. Dankeschön. Helen, würdest du bitte den Manfred ausrichten? Es geht um den dritten Landtagspräsidenten der Österreichischen Volkspartei, Magister Manfred Juratzka. Ein enger Freund, treuer Sponsor, war schon bei den Kulturtagen, konnte heute nicht kommen. Würdest du bitte ihm meine besten Wünsche, meine Dankbarkeit ausrichten? Danke, Ellen. So, wo ist die Martina? Sie ist gerade gekommen. Wo ist sie jetzt hin? Du hast hier vorne einen Platz. Ja, ich habe dich kommen sehen. So, Magistra Martina Maschke, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ja. Liebe Martina, Sponsor einerseits, es liegt alles, dass wir das bekommen, das weiß ich, das lag immer an dir. Aber es ist auch etwas Besonderes, was Martina unterstützt, nämlich viele der Altösterreicher leben unter der Armutsgrenze. Keiner, alle sind eingeladen zu den Konzerten. Also egal wie viele kommen, es gibt keine Eintrittskarten dort, die bezahlt werden. Aber viele leben in Jerusalem, in Haifa, in außerhalb von Tel Aviv. Und sie können sich kein Taxi leisten. Und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit Martina Maschke im Hintergrund, die das macht, die sponsert genau die Transfers für die Altösterreicher zu den Konzerten und von den Konzerten nach Hause. Vielen, vielen Dank, liebe Martina. So, und die Neos sitzen, ich habe ja schon da, genau. Neos-Abgeordnete, Diplom-Ingenieurin Selma Arapovic und Magistra Dolores Bacos. Vielen Dank für die Treue der Neos. Danke, dass Sie gekommen sind. Beate war ja einmal, Beate Weinreisinger war einmal mit in Israel bei den Kulturtagen, war begeistert. Ich habe sie vorige Woche zufällig, es gibt keine Zufälle, im Wirtshaus getroffen. Und ich sagte, Beate, du kommst, sagt sie, es steht in meinem Kalender. Also ich hoffe sehr, dass sie im November wieder kommt. Richten Sie meine besten Grüße aus und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So, und jetzt komme ich
Ja, ich sehe leider nicht von den Beleuchtungen, aber ich habe ihn ja schon begrüßt. Wir haben treue, sehr wichtige Sponsoren, private Sponsoren. Georg Resetschnik, ich weiß, dass du am Rand sitzt, aber ich kann nicht hinschauen. Da sitzt du. Ja, auf der Seite. Georg, vielen, vielen Dank. Sponsor seit wirklich der ersten Stunde, treu, monatlich und nicht nur Sponsor, wir treffen uns und du baust mich auf. Also danke, danke. Danke vielmals, vielen Dank, lieber Georg. Gusti Adler von der Hotelgruppe Anna Adler, auch von der ersten Stunde an. Ein treuer Sponsor, monatlich dein Beitrag, auch wie es nicht gut ging in Corona-Zeiten. Du hast nicht aufgehört. Ich danke dir wirklich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, lieber Gusti. Danke. Timi, ja, zweite Reihe. Ich muss mich ganz so an. Dr. Timothy Smolter ist auch im Vorstand. Einer meiner, wenn ich anrufe, er ist immer sofort da. Komm auf einen Kaffee, wir machen das alles. Und er ist ein treuer Sponsor dieses Projekts. Vielen, vielen Dank, lieber Timi. Danke vielmals für deine treue Unterstützung, dass du mir hier Ronald Leopoldi wurde heute schon einige Male erwähnt. Er ist natürlich auch im Vorstand, weil wir haben ja irgendwie das zusammen kreiert, sagen wir mal so. Und er ist auch ein treuer Sponsor des Projekts. Ronald, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und all deine Treue. Ich weiß, dass er das nicht gerne mag, aber es ist einmal so, dass die kleinen Schwestern nicht immer das machen, was die großen Brüder wollen. Und ich möchte meinen Bruder Georg Stern, der auch im Vorstand ist, an dieser Seite, an dieser Stelle jetzt wirklich danken. Diejenigen, die geschrieben haben an Tickets at Wien Tel Aviv, das ist er. Die telefoniert haben, das ist er. Die ganze Organisation der Karten, der Reservierung, alles hat mein Bruder gemacht und auch sonst ist er derjenige, der jeden Text, den ich rausschicke, erst bekommt von mir zum Lesen, er ist mein Lektor. Georg, es ist jetzt total, ah, da bist du, genau. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, danke. Es ist schön, so einen Bruder zu haben. Danke, danke, vielen Dank. So, und jetzt gibt es noch einige, die ich begrüßen möchte. Ich habe es da schon unten. Bezirksrat von der Inneren Stadt, Karl-Michael Mandl, vielen Dank für Kommen. Bitte Applaus, natürlich Applaus. Ich suche die Veronika Zwerger. Da bist du, ja, okay, in Ordnung. Magister Veronika Zwerger, die Leiterin der Exilbibliothek, für mich ein ganz wichtiger Mensch. Es wird jetzt im September eine Ausstellung geben, 30 Jahre Exilbibliothek, wo unser Vater auch sehr wichtig ist. Er war, und wenn jemand Interesse hat, bitte sie zu fragen. Sie schickt gerne die Einladungen aus. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Sabine, schau mich an. ÖVP-Partei, ich habe das gegoogelt. Ich weiß, was du bist. Für mich bist du die Sabine, die ich heiß liebe. Aber ich stehe jetzt hier oben. ÖVP-Parteiobfrau der Leopoldstadt, Sabine Kerry, die sofort, wie sie bekommen hat, den Flyer, sofort 15 Karten bestellt hat für Mitarbeiter der Leopoldstadt. Erstens ist das für mich eine wahnsinnige Leistung gewesen, weil gerade die ersten Karten, man denkt sich, oh mein Gott, wo kriegst du alle die Karten weg? Und sofort waren 15 Karten weg. Und zweitens Leopoldstadt, der wichtigste Bezirk. Vor dir sitzt Robert Perels aus der Leopoldstadt. Ja? Es wärmt mein Herz. Ich danke dir. Ich danke für den Kontakt, den wir haben, für alles. Vielen, vielen Dank. Inzwischen sind es 25 Karten geworden. Aber danke vielmals. Und neben dir gleich, du bist, was ich gelesen habe, ÖVP-Club Obmann, ich sage das, Landstraße. Georg, danke, dass du da bist. Aber ich weiß, du begleitest deine Frau immer. Also danke vielmals. Irene Perpolzer, sie sitzt, weil es blendet, aber ich habe dich erkannt. Ja. Irgendwie habe ich unten nur viel zu kurz begrüßt, aber ich habe dich begrüßt vom ÖVP-Parlamentsclub. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dankeschön. So.
Und da sitzt der Ricky, der Dr. Richard Schmitz, langjähriger Präsident der Österreich-Israelischen Gesellschaft. Danke, dass du gekommen bist. Das ist mir wirklich, du warst einmal auch mit bei den Kulturtagen. Du weißt ein bisschen was zu erzählen. Vielen, vielen Dank. Bevor ich die Bühne übergebe, möchte ich den wichtigsten Gast heute Abend hier begrüßen. Ein Altösterreicher aus der Leopoldstadt, der mit 2,5 Jahren musste seine Mutter weg und hat ihn also, sind sie nach Frankreich. Er hat überlebt, er hat eigentlich bei mir etwas ausgelöst, dass ich begonnen habe, die Geschichten der Altösterreicher mir anzuhören. Weil wie ich ihn das erste Mal gesehen habe bei den Kulturtagen, kam er mir irgendwie zu jung vor für die erste Generation. Und ich fragte ihn damals auf Hebräisch, sprichst du Deutsch? Ich dachte, es sei dir. Und er antwortete mir mit einem so, selbstverständlich, auf Deutsch. Und ich sage, wow, sie schauen so jung aus. Ich dachte, sie sind die zweite Generation. Und da sagt er mir einen Satz, den ich nie vergessen werde. Meine Mutter hat mich im Alter von 5 Jahren auf dem Weg nach Auschwitz aus dem Zug geworfen. So hat Robert überlebt. Er weiß heute genau, seine Mutter ist sofort bei der Ankunft ins Gas. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis er seine ganze Geschichte aufgearbeitet hat. Aber er hat sie mir erzählt. Und es war ihm wichtig, dass sie auch verfilmt wird, als Erinnerung an seine Mutter. Der letzte Satz, den sie gesagt hat, vergiss nicht deinen Namen, vergiss nicht meinen Namen, vergiss nicht deine Sprache. Robert spricht perfektes Deutsch. Es wurde ein Film gedreht von ihm und er ist mir so nahe und er kam, weil er gesagt hat, Konzert in Wien, ich komme. Robert, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke schön. So, meine Lieben, und bevor Roman jetzt böse auf mich schaut, weil ich so lange umgeschaut habe, nein, ich war relativ brav. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke für alles, was wir heute, Sie werden nach dem Konzert, kann man dort noch CDs, Bücher, verschiedenes erspenden, das sind alles Spenden, machen Sie sich eine Freude, machen Sie sich Ihren Freunden eine Freude und dem Projekt, damit wir Geld bekommen und das alles wieder gut im November durchführen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Bühne frei für das beste Künstlerteam, das ich je hatte. Dankeschön.